Leistungsschutzrecht. Hä? Keine Nachrichten mehr? Google News ohne News? In ganz Europa? Ist das jetzt wegen diesem Leistungsschutzrecht? Prinzipiell soll das Leistungsschutzrecht demnächst Zeitungsverlage wie zum Beispiel den Springer Verlag in ganz Europa schützen. Verlage dürften dann von Suchmaschinen wie Google Geld verlangen. Immer dann, wenn Google kurze Ausschnitte aus Artikeln in Google News zeigt. Bis zu 20 Jahre lang. Kritiker sprechen sogar von Leistungsschutzgeld. Die Auflagen und die Werbeerlöse der Verlage sinken seit Jahren. Das Leistungsschutzrecht soll einen Wettbewerbsnachteil im Digitalen ausgleichen. Günther Oettinger, noch EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, argumentiert, auch iPhone, Tablets oder Facebook bieten längst Newsfeeds an. Wir wollen die Verlage nicht zuletzt gegenüber diesen neuen Anbietern stärken. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger sagt, die Presse erhält lediglich Rechte, die für die Film- und Musikbranche schon lange gelten. In Deutschland gibt es das Leistungsschutzrecht seit 2013. Doch bislang hat es nicht funktioniert. Im Gegenteil. Deutsche Verlage haben Google sogar Ausnahmegenehmigungen erteilt. Ansonsten würden sie bei Google News nämlich gar nicht mehr auftauchen. Also weniger Klicks und damit weniger Werbeeinnahmen. Wie in Spanien. Dort hat sich Google zum Beispiel 2014 geweigert, eine Gebühr an Verlage zu zahlen. Stattdessen hat Google Google News dort abgeschaltet. Danach kamen 10 bis 15% weniger Menschen auf die Nachrichtenseiten der Verlage. Dabei zwingt Google keinen Verlag dazu, von Google durchsucht zu werden. Eine super simple Textdatei auf dem Server genügt, um sich zu schützen. Zwei Zeilen, fertig. Vor kurzem haben einige deutsche Verlage transparent gemacht, wie viele Nutzer durch Google auf ihre Seiten kommen, bis zu 53%. Bislang haben deutsche Verleger keinen einzigen Cent am Leistungsschutzrecht verdient. In Spanien ist es gescheitert. Wenn das Leistungsschutzrecht europaweit kommt, kann das heißen, dass wir Nutzer nicht mehr alle Nachrichten angezeigt bekommen könnten und Verlage weniger Besucher auf ihren Seiten hätten. Trotzdem erhoffen sich die Verlage dadurch mehr Einnahmen im digitalen Geschäft. Eines Tages.